Muss ich erzählen? Ja. Welchen Beruf würdest du gerne mal für eine Woche ausprobieren? Eine Woche? Vielleicht so Erzieherin im Kindergarten, weil das war immer schon nicht mein Traum, aber ich habe immer gesagt, wenn ich nicht Fußballerin wäre, dann wäre ich das. Dann würde ich einfach probieren, ob das richtig, also wirklich für mich ist. Du genug Geduld hast mit den Kleinen. Ja. Schieß mal los. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne ablegen? Oh, ich glaube, ich bin in gewissen Dingen sehr ungeduldig. Ich wäre manchmal echt gerne geduldiger, muss ich sagen. Gerade was so sportlich angeht oder immer ein bisschen zu schnell zu viel. Welches Kinderlied kannst du noch auswendig? Singe es uns vor. Gut, dass ich das nicht habe. Naja, aber meine Lieder sind ja auf Slowenisch. Ist nicht schlimm. Kannst du noch eins überhaupt? Ah, ich kenne eins, okay. Ja. Ringa, Ringa. Okay. Ringa, Ringa, Raya, Mutsapanagaya. Ja, sowas. Worum geht's denn in dem Lied? Irgendwas mit Katzen und mit Springen. Aber war sehr schön. Ja, irgendwie sowas. Okay. Bei welchem Film kommen dir immer wieder die Tränen? Oh, bei welchem ich auf jeden Fall immer weinen könnte, ist Hachiko, den Film, also mit dem Hund und mit so. Mit dem Hund, ja. Da ja, kommt immer die ein oder andere Träne. Ja. Was für eine Schülerin warst du denn? Ja, ich glaube, ich war ganz okay. Also, ich war so einfach in der Mitte, so mit Noten unterwegs. Vielleicht ein bisschen laut manchmal, aber das war ich, glaube ich, nicht die Einzige. Aber ja. Ist auch okay, oder? Ja. Welchen Schlager kannst du komplett mitsingen? Oh, einige. Ja, ich auch. Einige. Boah, soll ich jetzt einfach ein Beispiel sagen? Sing einfach was. Nee, das will keiner hören. sagen wir mal einfach Bierkapitän. Oh ja, das ist ein Klassiker. War so ein Klassiker. Ja. Holen wir mal einen Klassiker hier. Wofür kann man dich mitten in der Nacht wecken und du bist sofort dabei? Wow. Kann ich mal ausprobieren heute. Wenn du einen Vorschlag gibst. Vielleicht so eine coole Serie zu gucken. Oder Süßigkeiten essen. Ja. Oder so Sterne gucken. Das finde ich auch richtig schön. Was macht für dich den perfekten Teamkollegen aus? Den perfekten Teamkollegen? Also mich. Also dich. Also du bist... Ja, ich glaube einfach, mit dem man sich ja, ehrlich unterhalten kann, mit dem man lachen kann, wo man weiß, der unterstützt einen bei allem, der immer ein offenes Ohr hat und ja, auch wenn man es mal braucht, vielleicht auch ein bisschen pusht. Also so wie du. Und, ja. Worüber kannst du lachen, bis dir die Tränen kommen? Also jetzt fällt mir nur ein, wenn ich mit meiner besten Freundin bei der Natio im Zimmer bin und wir haben uns 2 Monate nicht gesehen und dann sind so viele Stories und also das finde ich dann immer so lustig und die ist dann auch so eine lustige Person und also da lachen wir auch immer. Wann ist wieder Natio? Februar. Du musst dir ein bisschen aufsparen, die Tränen. Ja. Wer ist dein Idol? Mein Idol. Also fußballerisch gesehen würde ich jetzt mal sagen, so vorbildmäßig war eigentlich immer Toni Kroos und Xabi Alonso, würde ich sagen. Oder kann ich mir zumindest so vom Spielertyp ganz gut mit identifizieren. Ja. Und sonst für mich immer Idol eigentlich immer meine Eltern, weil ich finde es immer einfach schön und ja. Sarah kriegt die ganzen Guten hier. Welchen Song singst du gerne unter der Dusche, gerne mit Kostprobe? Ich hab dich vorhin auch unter der Dusche singen hören kurz. Ja, das hab ich auch noch mal gesungen. Ich weiß nicht, welches Lied es ist. Aber du musst auch keine Kostprobe, du hast ja schon gesungen. Aber ja. Also eigentlich jedes Lied, also immer, wenn ich was höre, dann muss ich auch mitsingen. Also das Kinderlied was? Das nicht, aber. Das habe ich nicht gehört. Oh, sonst alle anderen, ja. Wie sieht ein perfekter freier Sonntag für dich aus? Gute Frage. Wenn man mal frei hat, fragt man sich eigentlich, was macht man immer an dem Tag? Ja, einfach entspannt
ausschlafen, beziehungsweise so lange, bis man wach wird, entspannt frühstücken. Ja, gerade im Sommer einfach mal irgendwie an See fahren oder einfach zu Hause sein, was man ja nicht so oft ist. Oder auch gern zur Familie, wo man ja auch nicht so oft ist. Von daher eigentlich ja, eher entspannt, ein bisschen am See, vielleicht auch ein bisschen Sonne mitnehmen. Ja, ja. Ist schön. Ja. Willst du noch mal singen? Ich will nur noch mal gucken, was hier so steht. Willkommen. Also, wir werden doch. Ja. Erzähl uns einen Witz. Du hast die richtig guten Sachen hier bekommen. Erzähl dir einen Witz. Na gut, das kannst du besser, glaube ich. Weil ich kenne nicht so viele deutsche Witze. Wie nennt man einen... Warte, jetzt muss ich nicht, dass ich die Pointe versuche. eine Demonstration von Vegetariern. Ich weiß nicht. Ein Wiese-Auflauf. Ja, das ist gut. Was war das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Oh, ich würde sagen, eine Reise mit meiner Mama für meinen 18. Geburtstag nach Barcelona. Und da sind wir auch natürlich in Camp Nou gegangen und ein Spiel zugeguckt. Und da habe ich natürlich Messi gesehen und ich war total Fangirl. Genau, Fangirl. Aber am Ende war es eigentlich so ein gutes Spiel, weil es war so richtig irgendwie, keine Ahnung, so langweilig inzwischen. Aber Hauptsache, ich war da. Okay. Ja, wie es wollen, aber... Warte, hier ist eine. Deine liebste Mahlzeit des Tages und warum? Frühstück. Ich frühstücke gern. Ich kann auch um 16 Uhr noch frühstücken. Also, ich mag Brot gerne und Porridge und alles Mögliche. Deswegen könnt ihr immer frühstücken. Bei mir wären Snacks. Snacks, die Gummibärchen. Ja. Die ganze Zeit auf dem Bett liegen. Keiner gehört. Ja. Schön.